Hallo liebe Hausbauhelden, wir schauen uns heute ein Smart Home an und zwar eins aus dem echten Leben. Keine futuristische Villa und keins, mit dem man erstmal via Sprachsteuerung streiten muss, sondern eins aus dem Alltag, das das Wohnen sicherer, einfacher, sparsamer und energieeffizienter macht. Bauherr Carsten setzt hier auf ein kabelgebundenes System mit Homematic IP und wie das alles genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Ich klingel jetzt erstmal und ich bin sicher, er kann mich von innen in der Kamera eh bereits sehen. Für dich war von vornherein klar, habe ich gehört, wenn ich baue, dann wird es smart. Warum? Das sind die klassischen drei Smart Home Säulen. Das heißt, zum einen haben wir das Thema Energiesparen, zum anderen das Thema ein Komfortgewinn und auch einen Gewinn an Sicherheit. Das sind die klassischen drei Säulen im Smart-Home-System. Und das waren auch die Gründe, warum wir gesagt haben, das müssen wir hier umsetzen. Mhm. Wo kommt da deine positive Grundeinstellung dazu her? Vielleicht mag es daherkommen, dass mir irgendjemand mal ein Informatikdiplom gegeben hat. Es gibt immer noch, ja, dann kommt ein Hacker und übernimmt mein Haus. Aber moderne Smart-Home-Systeme haben in der Regel eine AES 128 Schlüssellänge, 256er Schlüssellänge, Verschlüsselung. Unterm Strich für den Hacker heißt das, er braucht einfach Rechenleistung und viel Zeit. Und wenn wir diese klassischen Verschlüsselungsalgorithmen nehmen, sitzt der Hacker dann ungefähr seine 100, 200 oder noch länger draußen im VW-Bus und faktisch das Knacken des Smart Homes ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Mhm. Lass uns mal kurz über den Grundaufbau eures Smart Homes reden. Also ihr habt hier ein kabelgebundenes System mit nur einigen wenigen Funkkomponenten dabei. Hier liegen ungefähr knappe 3 Kilometer Kabel verlegt. NYM 5, klassischerweise wird ein NYM 3 verlegt, sprich dreiadrig. Hier sind 5-adrige Kabel verlegt. Warum habe ich das machen lassen? Relativ einfach. Damit ich später die Möglichkeit habe, weil das ist aktuell nicht umgesetzt, dass ich später die Möglichkeit habe, auch einzelne Steckdosen anzusteuern und die einzelnen Komponenten im Smart Home wurden mit einem KNX-Kabel verlegt, das berühmte grüne Kabel. Warum? Vor allem, da ich hier ja gar kein KNX einsetze. Grund ist relativ einfach, die grünen Kabel sind zertifiziert, damit ich sie neben 230 Volt Stromleitungen verlegen kann und habe dort keine Datenverluste. Was bringt mir die Verkabelung der Taster? Sie bringt einfach eine höhere Sicherheit. Immer wenn ich schalte oder wenn ich taste, wird diese Aktion ausgeführt. Das ist beim Funk nicht zu 100% immer gegeben. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter stehen und in der Theorie bleiben, fände ich es total toll, wenn wir uns ein paar Funktionen mal wirklich live anschauen können, wie das wirklich funktioniert. Sehr gerne. Zur Linken ist die Hauptzentrale, das ist die CCU3. Auf der Rechten, das ist ein ganz ordinärer WLAN Access Point. In der Mitte haben wir für DECT, also für die ganz normalen, schnurlosen Telefone einen Signalverstärker. Diese Konstellation habe ich auf jeder Etage realisiert. Natürlich nicht mit einer CCU3, natürlich nicht mit der Hauptzentrale, sondern mit sogenannten Access Points, die hier als Signalverstärker dienen. Das heißt, da hier die Decken aus Stahlbeton sind und ich an jedem Fenster eine Funkkomponente habe, brauche ich auf jeder Etage halbwegs sicheren Funk. Ja. Wir haben jetzt mehrfach über diese Zentrale gesprochen. Welche Aufgaben hat die denn ganz genau? Auf diesem Gerät findet die Verarbeitung der ganzen Signale der einzelnen Komponenten statt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an einem verkabelten Taster schalte, dann geht das Signal von diesem Taster zum Access Point, zum Wired Access Point im Schaltkasten. Von dort in die CCU3. Hier ist zum Beispiel, wo wir hier gerade stehen, im Flur, ist eine Programmierung, ein Skript hinterlegt. Das heißt, die CCU3 kennt dieses Skript vom Taster in den Wired Access Point zur CCU3. Die CCU3 sagt, oh, hier ist ein Skript, tak, tak, tak. Alle drei Lampen werden quasi hintereinander ausgelöst. Und da wir jetzt schon die ganze Zeit über Zentralen gesprochen haben, ich habe da noch eine im Angebot. Die steht nämlich hier. Die habe ich seit ungefähr 2 Wochen hier stehen. Das ist eine komplett neue. Die CCU3
hat die Funktionalität, dass sie nicht in der Cloud ist. Das heißt, in der Standardkonfiguration, Standardkonstellation, wenn du die CCU3 einsetzt, hast du keine Möglichkeit an der Cloud-Bedienung. Das schafft zum einen Sicherheit, weil die Daten alle hier lokal im Haus liegen. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte aber gerne Sprachsteuerung, dann brauchst du die Cloud. Wenn du sagst, ich hätte gerne die Funktionalität auf dem Handy, ich möchte gerne von außen gucken, sind alle Fenster offen, sind alle Fenster geschlossen, wie sieht das aus mit der Beleuchtung, ist jemand im Haus, dann brauchst du die Cloud-Funktionalität. Ja, also da geht es darum, Anbindung ans Internet, also dass ich praktisch nichts im Heimnetz nur habe, sondern dass ich mit dem Internet angebunden bin, dass ich das Haus von außen kontrollieren, sehen, im Zweifel steuern kann. Was die Maschine hier noch Spannendes liefert, nämlich die Möglichkeit des EE-Bus. EE-Bus heißt, wenn du zum Beispiel eine Wärmepumpe hast, die einen EE-Bus hat, oder eine PV-Anlage, sprich den Wechselrichter, der einen EE-Bus-Anschluss hat, dann kannst du die ebenfalls mit dieser Home Control Unit steuern. Das heißt, hier wird so der Weg ins Energiemanagement für Nachhaltigkeit eröffnet. Ja. Ein Beispiel für das Steuern eines Hauses von außen ist ja oft so die Türkommunikation. Genau. Ne? Wir können uns das gleich an der Tür mal angucken. Das glaube ich. Das ist besser. Geh doch gerne mal vor. So, Carsten, wir stehen vor eurer smarten Türklingel. Wie funktioniert denn das jetzt genau? Die Türsprechanlage basiert auf IP. Das heißt, sie ist mit dem Netzwerk verbunden, aber nicht mit dem Smart-Home-System. Das heißt, das, was wir hier aktuell haben, ist eine Standalone-Geschichte. Wenn hier der Postbote klingelt, hat das schwere Paket klingelt, es ist niemand zu Hause. Ich sitze am Schreibtisch 10 Kilometer weiter, gucke auf die App, spreche mit ihm und sage, mein Freund, geh doch bitte mal wieder hoch. Dort oben ist die Garage. Ich öffne dir die Tür, stell das Paket ab und geh wieder nach Hause. Dann würde ich sagen, ist die nächste Station eure Garage. Na, dann lass uns gehen. Gut. So, ist das berühmte Garagentor, von dem wir gerade sprachen. Das ist das berühmte Garagentor, ganz genau. Und jetzt greifen wir das Szenario einfach mal auf. Da unten stand unser imaginärer Postbote. Ich habe mit ihm über die Smartphone-App gesprochen. Er marschiert hier die Treppe hoch, wie wir es eben auch gemacht haben. Und ich öffne ihm dann, Moment, das Garagentor. Könntest du es jetzt auch manuell auf der Hälfte oder sowas stoppen oder muss es immer ganz hochfahren? Ich könnte es auch manuell stoppen. Ich lasse es aber immer gerne hochfahren, sonst braucht der Postbote am Ende einen Helm. Wie wir da hinten gleich in der Ecke sehen, ist dort ebenfalls ein WLAN-Access Point, wie im Haus auf jeder Etage. Darunter ist eine Kamera und auf der linken Seite ist der Access Point, wie ich ihn ebenfalls in jeder Etage habe, hier als Signalverstärker, weil die Steuerung des Garagentorantriebs geschieht über Funk. Ganz kurz zum Thema Kamerabild, weil das ist ja nicht immer ganz unproblematisch. Man darf ja aufgrund der Datenschutzgrundverordnung darf man ja nicht alles filmen. Man darf ja zum Beispiel nicht von seiner Haustür aus auf eine öffentliche Straße filmen. Genau. Die Kameras, die eingesetzt werden, müssen Bereiche abschatten können. Das können die meisten Consumer-Kameras, die du bei Amazon und Co. kaufen kannst, nicht. Da muss man etwas tiefer in die Tasche greifen, weil die Kameras mehr Rechenleistung brauchen. Das heißt, die Geräte, die ich hier verbaut habe, einmal die, macht eine relativ starke Abschattung. Sie macht nämlich exakt an der Grundstücksgrenze Halt. Der Briefträger bekommt natürlich von mir die Information, wenn du das Paket hier abstellst, ich beobachte dich dabei und ich werde, wenn du gehst, das Garagentor wieder schließen. Es wird hier an der Stelle, es werden keine Informationen gespeichert. So, wir sind jetzt einmal ums Haus rumgegangen, denn hier sehen wir noch etwas, was auch noch ein paar wichtige Funktionen hier auslöst in eurem Haus, ein paar Szenarien, nämlich die Wetterstation. Genau, das ist die Wetterstation. Das ist die große Ausprägung des Smart-Home-Anbieters. Das heißt, das Teil, wie sie hier steht, ist zum einen per Funk angebunden. Zum anderen misst sie unter anderem Regenwasser, also Regenintensität und Menge, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit und die Helligkeit. Und genau diese Helligkeit als eine von beiden Messwerten nutze ich, um
Rollläden fahren zu lassen. Das heißt, wenn ein gewisser Schwellwert unterschritten ist, den ich entsprechend eingestellt habe, fahren hier im Unterbereich die Rollläden automatisch runter. Und wenn wir schon beim Thema Szenario waren, wir sehen hier, es dreht sich gerade, heute ist ein bisschen windig. Wenn ein Schwellwert erreicht ist, nämlich der Schwellwert für die Verschattung, für die Markise, fährt auch die Markise automatisch ein. Jetzt hast du gerade gesagt, dass dann nur die Rollläden im Untergeschoss runterfahren. Warum? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Das Thema heißt Einbruchschutz. Ah, okay. Vorne die Tür, das ist eine RC2-Tür. Das heißt? Das heißt, die Einbrecher brauchen eine gewisse Zeit, um sie zu knacken. Okay. Normalerweise haben Einbrecher gerne in 10, 20 Sekunden die Tür oder das Fenster offen. Die Tür da vorne hält sie doch ein paar Minuten ab und damit werden die meisten Einbrecher abgeschreckt und sie gehen wieder, okay, ohne reinzukommen. Mhm. Aber da vorne kommt sowieso keiner rein. Ja. Das Thema ist hier hinten, weil rein statistisch gesehen, hinten am Haus, die Terrassentüren, dort wird am meisten eingebrochen und genau darum lasse ich, wenn die Dunkelheit an die Tür klopft, auch die Rollläden runterfahren. Das ist aber nur eine Komponente, die hier für Sicherheit sorgt. Es gibt noch zwei. Zum einen hängt da oben nicht nur ein Licht, sondern da ist auch noch eine kleine Kamera drunter. Und zum anderen hängt dort ein Erschütterungsmelder. Das heißt, sollte jemand anfangen, an den Rollläden rumzuspielen oder versuchen, dort durch die Terrassentür reinzukommen, wird diese physikalische Geschichte, dort reinzukommen, gemessen. Die Erschütterung wird gemessen und es wird Alarm gegeben. Mhm. Okay. Du hast hier sicher kein Außenalarm gesehen, keine rote Lampe, keine Hupe, das gibt's hier nicht. In annähernd jedem Raum ist ein Rauchmelder verbaut und die nutze ich nicht nur zur Alarmierung bei Feuer, sondern auch als Alarmsirene. Mhm. So, also hier brennt es nicht. Das war jetzt der Einbruchsalarm, den wir gerade mal simuliert haben. Das würde passieren, wenn hier einer am Fenster rüttelt und dann wird es hier abgehen. Und jetzt stehen wir hier so ein bisschen nochmal im technischen Herzstück des Hauses. Ich glaube auch was, wo viele Leute ein bisschen vor Angst haben. Hier ist wirklich sehr viel Technik. Also was haben wir hier alles, Carsten? Also, hier haben wir den Datenschrank. Ich mache ihn mal auf, dann können wir auch einen Blick reinwerfen. Relativ aufgeräumt für den Informatiker. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir verkabelte Lösungen und also wired und Funk haben. Das sind hier alle Komponenten hier im oberen Bereich. Das sind alle Komponenten für die Wired-Lösung. Das ist hier ein klassischer Zweirichtungszähler. Das heißt, ich habe hier eine PV-Anlage mit 6,7 Kilowatt Peak auf dem Dach. Das heißt, dieser Zähler misst, welchen Strom speise ich ein zum Stromversorger und welchen Strom beziehe ich, wenn die Sonne mal gerade nicht scheint. Ich sagte gerade, neue Komponente, nämlich die Home Control Unit, die HCU, die ich oben stehen habe, die kann EE-Bus. Das heißt, mit diesem EE-Bus könnte ich, und so ist es auch geplant, die Wärmepumpe dort und den Stromspeicher hier zu verbinden. Denn dann kann ich sagen, ich habe zwar Strom vom Dach oder ich habe auch Strom im Speicher, aber wenn wir darüber nachdenken, ab 1. Januar muss jeder Stromerzeuger einen dynamischen Stromtarif anbieten. Und wenn ich genau das abgeschlossen habe, kann ich sagen, ich beziehe, nein, ich sage das nicht, das sagt die Logik, ich beziehe, jetzt habe ich gerade in der Stunde einen negativen Strompreis. Dann beziehe ich den Strom nicht von der PV-Anlage, sondern speichere ihn für schlechte Zeiten und ziehe den Strom auch nicht aus dem Speicher, sondern beziehe ihn zum negativen Strompreis vom Stromversorger, habe Strom und bekomme sogar noch Geld dafür. Ja, wir haben es gehört, ein Smart Home, das wird nie fertig, wie vermutlich jedes Bauprojekt, oder? Wir hoffen, wir konnten euch ein paar smarte Inspirationen liefern und vielleicht auch die ein oder andere Barriere zum smarten Wohnen abbauen. Mehr Infos zu diesem Haus und zum Smart Home System findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr auch keins unserer Videos mehr.